Der LT1 Kinotipp wird präsentiert von Star Movie. First Class Kino für eine First Class Zeit. Die Puppe Annabelle soll keinen Schaden mehr anrichten. Die Dämonologen Ed und Lorraine nehmen sie kurzerhand mit nach Hause. Pater, je eher, desto besser, ja. Ja. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Im Hause des Gottlosen ist der Fluch des Herrn. Die Weisen werden ihre erben. Aber wenn die Narren hochkommen, werden sie doch zu Schanden. Dort wird sie sicher verwahrt, hinter geheiligtem und von einem Priester geweihtem Glas, inmitten weiterer paranormaler Artefakte. Die Warrens haben dafür einen eigenen Raum geschaffen. Manchmal ist es besser, wenn der Geist in der Flasche bleibt. Haben deine Eltern hier gar keine gruseligen Sachen? Wir schließen alles in einem Zimmer ein, damit wir in Sicherheit sind. Trotzdem gelingt es Annabelle, sich aus ihrem gläsernen Gefängnis zu befreien. Die Macht ist so groß, dass sie trotz des heiligen Glases die bösen Geister erwecken kann, die in den anderen Artefakten schlummern. Dad sagt, alles, was da drin ist, wurde entweder heimgesucht, verflucht oder bei einer rituellen Handlung verwendet. Was ist das? Der Fährmann. Den Toten wurden Münzen auf die Augen gelegt, damit er ihre Seelen holt. Was ist mit der Puppe da drin? Annabelle. Sie wurde weggeschlossen. Dafür gibt's Gründe. Annabelle. Sie ist ein Magnet für andere Geister. Verschwinde! Mrs. Warren? Mom? Ist alles in Ordnung? Irgendwas passiert in ihrem Haus und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Kann ich mit Annabelle sprechen? Wie bitte? Du musst ihr eine Seele geben, Liebes. Sie will eine Seele.